Hallo und recht herzlich willkommen zu Dark Souls 3. So, heute werden wir gegen Volnir in den Kampf ziehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich hoffe, dass ich ihn gleich schaffe. Und dann sage ich, Boss Time in Dark Souls, liebe Freunde. Auf einen guten Kampf. Was ist denn jetzt los?
Hochfürst Wolny ist Geschichte. So, da ist eine Tür aufgegangen. Ich bin echt schon gespannt, was dahinter ist. Seele des Hochfürsten Wolnir. Okay. Machen wir das Leuchtfeuer an. Dutz. Dann rasten wir gleich mal, dass unsere Estus wieder voll sind. Reisen tun wir jetzt nicht, weil ich jetzt unbedingt schauen will, was dahinter ist. So, und schauen wir mal, wo es hier lang geht. Vielleicht in ein neues Gebiet schon. Geil, Mann. Was ist das denn? Ithril des Nordwindtals. Das schaut ja hammermäßig aus. Okay, wir schnuppern aber nur ganz kurz in das Gebiet rein, weil ich eigentlich nur den Boss zeigen wollte. So, und schauen wir uns das mal ganz kurz an hier. Muss ich dann immer schauen, wie ich weitermache, weil ich habe unten, bevor man zum Boss geht, da geht es ja die Brücke runter. Und da geht es auch weiter zum anderen Gebiet, Schwellende See. Muss ich schauen, was wir jetzt weitermachen als nächstes. Lasst euch einfach überraschen. Bring eine Puppe, um passieren zu dürfen. Was für eine Puppe. Oh mein Gott, was ist das? Boah. Boah. Oh, okay, ich bin tot. Oh nee, meine Seelen sind weg. Ich muss mir jetzt schnell noch die Seelen holen, dann halt einen Knochen. Einen Hämmerknochen rein, dass ich gleich wieder wegkomme. Liegen meine Seelen da unten? Mei. Hinten sind meine Seelen, die muss man jetzt unbedingt schnell holen und dann gleich einen Knochen rein. Okay, hoch, geschafft. Okay, Leute, wie es dann weitergeht, wo wir dann hingehen als nächstes, muss ich erstmal schauen. Ich denke eher in die Schwellende See. Das Gebiet ist nämlich auch neu.
Vielleicht schaue ich mich jetzt auch in dem aktuellen Gebiet noch ein bisschen um. Vielleicht irgendwo was übersehen habe. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, euer André.